Und damit willkommen zurück zu Stardew Valley. So, was haben wir denn heute hier? Was haben wir denn? Ah, wir haben hier ein paar Auberginen haben wir fertig. Gute, leckere Aubergine. Die sind fertig. Das Amaranth ist auch fertig. Und das war's damit, fertig sein. Ja, beim letzten Mal habe ich ja hier schön alles in die Luft gejagt. Intelligenterweise. Darf man jetzt ja mal nicht so vergessen. War natürlich immer sehr schlau von mir. Das Ganze so gekonnt, einfach mal in die Luft zu jagen. Sollte so nicht passieren. Sei ruhig, Katzi. So, ich werde jetzt kein Amaranth pflanzen. Ich werde jetzt hier schnell ein bisschen Zeit sparen und hier Weizen kurz pflanzen. Weil wir müssen ja Kupfer jetzt besorgen, um das Ganze wieder reinzubekommen. Das heißt also, heute gibt es eine Kupferfolge, wobei ich eigentlich was anderes machen wollte. Aber gut, so ist es halt nun in meinem Leben. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Hier haben wir 2R. Hier haben wir uns mal schön um die Hühner gekümmert. Wundert mich, dass sie sich nicht fortpflanzen. Naja, egal. Halt. Einmal Mayonnaise. So, und da wir jetzt gleich unterwegs sind, spare ich mir das jetzt mal. Ach man, ich bin immer so unentschlossen. Hol mir noch die Bomben ab. Nein. Stopp erstmal hier schnell mal noch wechseln, ne? Nicht, dass nochmal so ein Unfall passiert. Das wäre sehr ungünstig. Oh. Eine Haselnuss. Drei kleine Troplay für Aschenbrödel. Da rein. Halt, warte mal. Skelettschlüssel. Vielleicht kann der damit was anfangen. Sternentautaler Volksfest hat begonnen am Stadtplatz. Oh nein, da muss ich ja auch hin. Aber ich... Ach, verdammt, Schmutz, ach, Mist, ach, Dreck, ach, blöd. Jo, ich muss mit neuen Produkten da antanzen am Stadtplatz und muss da feiern und was weiß ich nicht, ach, Mann. Ich sollte das halt doch mal mitnehmen. Und ich wollte ja auch noch eigentlich das andere da, ach. Gut, aber ich habe ein paar Produkte, die ich jedenfalls liefern kann. So ist es ja nicht. Ich sollte aber vorher wirklich die Bombe erst wegpacken. Könnte sonst. Wow. Ich weiß nicht, ob da was passiert, aber wow. Halt, stopp. Vielleicht habe ich hier noch was, was ich dann noch so mitnehmen kann, so als kleinen Surprise. Aha, was war das? Gucken wir gleich, was es ist. Also. Wir brauchen 9 Produkte. Also wir nehmen... 1A Amaranth mit. 1A davon. Aprikose. Okay, die hatte ich jetzt noch nicht. Die Lachsbeeren behalte ich auch mal. Dann nehmen wir ein Ei mit, davon 1. Dann kommt eine Blaubeere. Ein bisschen Mayo. Ein bisschen Pepperoni. Das ist schon einiges, ne? Ist schon nicht von schlechten Eltern. Aber gut, wir nehmen noch die Tomaten mit, die eingelegten.
Und die Wildflaumen nehmen wir auch noch mit. Die müssen wir ja auch noch abgeben. Wie gesagt, so war es eigentlich jetzt gar nicht geplant, die Folge. Es wäre jetzt nicht diese Erinnerung gekommen, dann... hätte ich mich wieder geärgert und hätte nicht wieder ein schönes Fest miterlebt wahrscheinlich. Das jetzt beginnt. Deine Sternmarken gegen Preise eintauschen. Ja. Aha. Sternenfallfrucht. Sammler Vogelscheuche. Mein Geschäft vertreibt die allerfeinsten Qualitätsprodukte. Das gesamte Tal. Seht euch einfach meine Auslagen an. Okay. Oh, schön, dass hier was fehlt. Hallo? Ah, jetzt hat das. Wollte gerade sagen. Ja, da guckt ihr her. Feinsten Produkte. Die feinsten Produkte da, das sage ich euch. Ah, hier, guck mal. Frische Eier. Und, geile Müsli-Riegel. Ach nee, komm, Mayo. Die Mayo ist sogar noch was wert, ne? Und dafür nehmen wir die Brombeere raus. Und machen das dafür hin. Ich habe mein Bestes gegeben, aber meine Auslage ist dieses Jahr im Vergleich zu Piers ziemlich schwach. Okay. Ziemlich ernst, hat seine besten Erzeugnisse schon Wochen zuvor beiseite gelegt. Okay, Pia, du willst es also wissen, ja? Gut. Sekunde. Verdammt! Oh Mann, das ist nicht fair. Bist du so stark wie ich? Zerschmettere Steine. Bulldozer. Ah. Wütendes Schwein. Eisen. Ach, verdammt. Ah, fast. Ich komme näher. Mammut. Ah, jetzt wurde er schneller. Ah, komm. Ha, so etwas will ich sehen. Hier, nimm eine Sternmarke. Toll. Nun, Truplay, heute ist der große Tag. Unser wichtigstes Fest im Jahr. Das Sterntautaler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Toll. Voll beschiss, ne? Oh. Dass der nie stehen bleibt, ne? Gut, spielen wir mal das Schleuderspiel, komm. Oh Mann. Nein, komm. Jawohl. Und. Den. Jetzt zieh. Und durch da. Nein. Ja. Ich will hier Punkte. Schade, kommt keiner mehr. Hm. 37 Punkte, komm. Ah. 20 Sternmarken. Yeah. Ich habe das Stärkespiel zu oft gespielt und meine Arme fühlen sich jetzt an wie Gummi. Ach, an meine Aufgaben komme ich auch nicht ran. Auch schön. Trete vor, wähle eine Farbe und gebt eure Wette ab,
für die Chance auf einen verdoppelten Einsatz. Oh, ich sag mal orange. Und 5. Ah, der hat doch beschissen. Du hast verloren. Und noch kleiner geht die Schrift nicht, ne? Beeil dich besser. Mein Kind, bevor ich hier jemanden einzelnen Fisch aus dem Zelt... bevor ich mir hier jeden einzelnen Fisch aus dem Zelt ziehe. Was hat der denn hier jetzt heute mit dem Laufen? Willst du dein Glück beim Fischen versuchen? Na super, jetzt geh auch noch fischen. Ernsthaft. Halt. Ja, komm, zieh ihn raus, komm. Ach, da ist die Zeit. Na komm. Hit, 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 hit. Okay, der ist perfekt. Ha. Und wieder. Na komm. Komm, beiß an. Ja, komm. Und nochmal den. Ja, und? Komm. Beiß an. Alter, du blöder Fisch, du verarsch mich nicht. Dich habe ich. 17, 16, 15, 14, komm. Zieh. Na komm, zieh ihn raus noch. Jawoll. 105 Punkte, komm. Krieg ich auch so viele Marken. 5 Fische gefangen. 10 Perfektionsbonus. 72 Sternenmarken. Mhm. So, was haben wir denn hier? Weißt du, ich wäre sicher ein ziemlich guter Clown geworden. Vielleicht habe ich meine Bestimmung verpasst. Ja, und ich will dir eigentlich was geben. Er sieht nicht sonderlich glücklich aus. Bürgermeister Lewis wollte wohl dieses Jahr mit einem Discount-Clown Geld sparen. Ein Discount-Clown? Ich bewundere Robins Fähigkeiten im Schreinern. Ich benutze eine Menge ähnlicher Techniken bei meiner Arbeit. Holzverarbeitung ist eine alte Tradition. Ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Ich will doch was kaufen. Ich beschwere mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Das hier sind ein paar meiner besten Stücke. Ich hoffe, sie gefallen dir. Ja, gib mir doch das Schwert. Clints Klingen werden jedes Jahr schärfer. Toll. Oh, der Magier ist auch da. Ich will zum Magier. Lass mich zum Magier. Mann! Ich sagte, lass mich zum Magier. Welwick und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Sie ist eine bemerkenswerte Wahrsagerin und eine gute Freundin. 100 Gold, eine Wahrsagerin. Ja, komm. Ah ja, ich kann dich am Strand sehen. Irgendeine Festivität findet gerade statt. Du gehst auf Jody zu und sagst etwas Lustiges. Hm, ihr zwei scheint euch gut zu verstehen. Oh, es ist dunkel und ich sehe dich und einer gewissen jungen Frau. Sie scheint sehr hoffnungsvoll und froh darum, mit dir Zeit zu verbringen. Hm, wie lautet der Name der jungen Frau? Ich glaube, er gibt mir einem M. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendetwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Ja, ach. Hat du gut erkannt. Schade, ich kann nicht im Müll wühlen. Es ist heute ein wenig hektisch. Ich bleibe einfach ein wenig hier. Hey, Truppe, hast du Spaß? Jawohl. Oh, hier. All diese Tiere sind so freundlich und lieben es, gestreichelt zu werden.
Mu. Autsch, eine Henne hat mir in den kleinen Finger gepickt. Ja, aber könntet ihr jetzt mal Platz machen? Ich will noch mit dem Typen da vorne reden. Ja, genau. Kesselt ihn ein. Los, ja. Los, Kinder. Die Schweine reden nicht mit mir. Diese Tiere beurteilen Leute nie nach ihrem Aussehen. Von Menschen kann man das nicht gerade behaupten. Tourist, wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Arbeitest du an deiner Auslage für die Bauernhofschau, Troplay? Das ist die Gelegenheit, all die guten Erzeugnisse von dem Trohof anzupreisen. Ich habe auch nur die besten Waren genommen. Okay, alles immer zweite Wahl, erste Wahl habe ich bei mir noch, egal. Ganz schön nette Stadt, angenehm und kuschelig, mit einem echten Gemeinschaftsgefühl, okay. Cool, wie ich jetzt auf einmal langsam gehe. Das Sternfest ist überhaupt nicht verbuggt. Ich bewege mich jetzt wirklich gerade hier in Normaltempo, ne? Möchte ich jetzt gerade sagen. Der hat also gerade sich total verbuggt. Eine von 8 Sammlervogelscheuchen. Leute, ihr habt sie doch nicht mehr. Oh, jetzt ist vorbei. Noch nicht, warte mal. Ist hier oben noch was? Oh ja, hier oben ist noch was. Geräucherter Truthahnkeule. Vielleicht ist dieses Fest doch nicht ganz so schlecht. Ich wünschte, Gus würde etwas Vegetarisches anbieten. Ein paar Zucchini-Spieße vielleicht. In meinem Alter kann man nur noch vegetarisch essen. Ist so viel du willst. Heute ist alles kostenlos. Dank Bürgermeister Lewis. Ich möchte Gus dazu bringen, mir ein Soßenrezept zu verraten, aber er gibt nicht nach. Mann, ich kann nicht mal ein bisschen mehr von diesem Grill-Sandwich nehmen. So voll bin ich. Diese Barbecue-Soße ist unglaublich. Okay. Aber hey, liebe Leute, auch hier gibt es Vegetarier, Veganer, Obstianer, Vegetarier 10. Stufe, keine Ahnung, was es da alles gibt, aber es gibt sie alle. Ha. Gut, ja. Ich glaube, das war jetzt alles. In die Häuser selber darf ich nicht rein. Im Müll wühlen darf ich auch nicht, um vielleicht noch irgendwelche Reste zu finden. Wir wühlten schon im Müll, tja. Das mit der Busfahrt hatten wir schon. Okay. Hier scheint auch noch was zu sein, ne? Hier muss doch irgendwas sein. Irgendwo geht's doch hier bestimmt rein, oder? Nein, da geht's echt nicht rein. Schade. Und hier unten ist auch nichts. Gott, ich kann immer nicht im Müll wühlen. Na dann lassen wir das Fest mal beginnen, obwohl nee, kommt. Wir können den Preis verdoppeln. Mit viel Glück schaffe ich es und dann... grün. Ich setze alles. Alles oder nichts. Und ich werde verlieren, wetten. Sag ich doch. Das war so klar. Deswegen. Yep. Ich bin bereit. Hallo, ich habe doch gesagt, ich bin bereit. Oh, er geht schon los. Bewertet er jetzt die Produkte? Ja, guck dir meine 1A-Produkte an, die du hier geliefert bekommen hast. Klar, ein bisschen wenig, aber hey. Der bezieht die auch immer von mir. Der kriegt die immer von meinem Hof. Der cheatet, der betrügt. Die hab ich hier alles angepflanzt. Der hat dahinter gar keinen Hof. Hallo, hallo, siehst du das? Wird schon schief gehen. Ja, stopp. Ah, verkünde es. Geh zurück zu Bürgermeister Lewis für das Ergebnis. Nicht schlecht, du hast den zweiten Platz mit einer Bewertung von 80 erreicht. Dein Preis sind 500 Sternmarken. Gib sie nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln.
Oh. Oh, verdammt, hätte ich das gewusst. Ernsthaft. Nein, ich muss das jetzt sogar noch einzeln alles machen. Oh. Okay, gut. Aber egal. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das natürlich vorher anders gemacht. Also das Fest ist doch noch sehr stark verbuggt, kann man mal so sagen. Das zeigt 500 Sterntalermarken. Und es reicht echt nicht für die Sammlervogelscheuche. Aber ich habe ja hier noch eine Möglichkeit und ich brauche 300 Punkte. Und ich sage, es wird nochmal grün. Ich muss 150 Punkte einsetzen. Nee, 300 muss ich einsetzen. Genau, damit ich 300 kriege, muss ich 300 einsetzen. Und okay. Komm, grün. Grün, Baby, grün. Werd grün für mich. Jawoll, ja. 800. Damit habe ich die Sternfrucht, damit habe ich diese elegante, tolle, geile Sammler-Vogelscheuche. Yeah, baby. Das ist eine... Damit habe ich diese tolle Sammler-Vogelscheuche und ja. Ich habe es ausgegeben und jetzt kann ich gehen. Endet das Fest. Tschüss und Ende aus. Vorbei, finito. Was für eine geile lange Folge. Ja. Yep. Boah, ja, spät nachts, ne? Ja, ist klar, 22 Uhr, mhm. Ja, klar, mhm. Ja, mhm. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, hä? Sammeln sie alle. Gotta catch them all, gotta catch them all. Vogelscheuche. Moment, irgendwas falsch, ne? Das rüber. Mach ich in der nächsten Folge, das auch. Ich finde die Lachsbeere, die goldene, immer noch richtig gut. Und die Blaubeeren weiß ich immer nicht. Waren die aus dem Sommer? Waren die Blaubeeren aus dem Sommer? Ich habe immer nicht geguckt. Waren die Blaubeeren aus dem Sommer? Und warte mal. Nein! Was hat mich denn da gerade geritten? Ich wollte X drücken. Die Bombe. Ganz schnell die Bombe weg. Das wäre jetzt nämlich beinahe die Bombe gewesen. Wenn die Bombe hochgeht, dann ist aber hier Bombenstimmung, sage ich euch. Dann ist Bombenstimmung. So, legen wir uns mal schlafen. So wirklich was erreicht haben wir nicht, aber egal. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.